Herzlich willkommen in Thüringen! Am 14. September wählt Thüringen einen neuen Landtag. Knapp 2 Millionen Thüringer sind an diesem Tag aufgerufen, mit ihrer Stimme über die Zukunft des Landes zu entscheiden. Und auch die CDU-Vorsitzende Angela Merkel lässt es sich nicht nehmen, die Thüringer Union und Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht im Wahlkampf zu unterstützen. Begleitet von über 4000 Besuchern in Schleiz, die der Bundeskanzlerin und Christine Lieberknecht einen tollen Empfang bereiteten. Wir wollen, dass auch unsere Kinder und unsere Enkel noch entscheiden können, wo sie investieren, was sie bauen wollen, was sie sich leisten wollen, wie sie ihr Gesundheitssystem und ihre Städte entwickeln. Aber das können die nicht, wenn wir heute mehr Schulden machen, als wir Steuereinnahmen haben. Und deshalb hat Thüringen nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt, sondern Thüringen zahlt auch noch ein bisschen die Schulden zurück. Und das ist Politik für Kinder und Enkel, für die Generationen, die nach uns kommen. Und wir wollen, dass es denen auch gut geht. Und das ist soziale Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Aber das Wichtigste ist, dass Sie allen Menschen weitersagen, auch denen, die heute nicht auf dem Platz sind. Sie können wählen, weil Sie damit Thüringens Schicksal mitbestimmen. Das Schicksal eines erfolgreichen Freistaates. Eines Freistaates, der in den letzten 25 Jahren wieder seine Wurzeln, seine Traditionen entwickeln konnte, seine Stärke entfalten konnte. Und das, finde ich, sollte so weitergehen. Im Blick auf die Thüringerinnen und Thüringer, aber auch im Blick auf ganz Deutschland. Wir wollen einen starken Freistaat haben, ein starkes Aushängeschild mit der Wartburg, mit Weimar, mit Schleiz, mit all diesen Gegenden, mit den Saaleburgen und was man alles hier hat, was es woanders auf der Welt nicht gibt, meine Damen und Herren. Deshalb werbe ich dafür, wählen Sie CDU zweimal, einmal für Ihre Kandidaten vor Ort und einmal, damit Christine Lieberknecht weiter Ministerpräsidentin von Thüringen sein kann. Herzlichen Dank. Herr Lieberknecht, Sie sind in diesen Tagen wieder unermüdlich in ganz Thüringen im Einsatz, führen viele Gespräche. Was geben Ihnen die Menschen mit auf den Weg? Die Menschen sind glücklich in Thüringen. 93% leben gerne hier. Sie sehen, es ist vorwärts gegangen. Sie sehen, Thüringen ist eine Erfolgsgeschichte und möchten, dass sie weiter Erfolg haben können. Thüringen ein Land auf der Überholspur. Und sie sagen vor allem in der Schule, seht zu, dass die Kinder Noten behalten, dass auch Versetzungsentscheidungen gegeben werden und das mit der Schreibschrift abschaffen, das geht ja nun gar nicht. Und vor allen Dingen wollen sie in ihren Kreisstädten, in ihren Landkreisen, in ihren Gemeinden zu Hause sein und wollen nicht sinnlose Strukturdebatten, sondern sie wollen einfach, dass man in Thüringen gut leben kann. Und gut leben kann man, wenn man gut Arbeit hat. Vollbeschäftigung ist mein Ziel und wenn beste Bildung ist.